Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Das ist der Kanal Jivako World. Und heute beschäftigt mich das Thema, was soll die Zukunft bringen? Wie umgehen mit der Ungewissheit in der Welt? Wie umgehen mit dem, was sich da draußen so zeigt? Da zeigt sich ja einiges. In Deutschland, da sind die Geschäfte geschlossen. Vielleicht haben Aldi und Lidl offen, solche Geschäfte, da kann man hingehen, kann sich was zum Essen kaufen. Und was mir so zu Ohren kommt, wird langsam die Realität eingeführt, dass man in diese Geschäfte nur noch dann gehen kann, wenn man ein Stück Papier vorzeigt mit dem richtigen Ergebnis darauf. Nicht schön, oder? Kindergärten und Schulen, ähnliche Voraussagen, dass die Kinder da nur rein können, wenn sie ein entsprechendes Ergebnis vorweisen können in Bezug auf Testung bzw. Impfstatus. Ja, so sieht das aus. Ich habe ja immer mal was von der Zombie-Apokalypse erzählt in der Vergangenheit. Die ist nach wie vor auf dem Wege. Dann habe ich auch gesagt, am 8. Mai ist Corona vorbei. Ja, habe ich auch gesagt. Wie wird die Zukunft? Ja, keiner weiß es. Und deswegen sind die Menschen unruhig. Sie wissen nicht, was kommt. Manche sind zornig, weil sie nicht wissen, was kommt. Die Menschen warten auf Antworten, auf Ergebnisse, auf Veränderungen, auf alles Mögliche. Im Außen. Ja. Wie mache ich's? Ich lebe im Augenblick. Jetzt ist die Zeit. Jetzt das Leben genießen oder jetzt nicht das Leben genießen. Wir wissen nicht, was kommt. Nun ja, es gibt die Möglichkeit, okay, ich genieße mein Leben jetzt, weil ich weiß, was kommt. Unsinn, das ist Unsinn. Niemand weiß, was kommt. Entweder wir genießen das Leben jetzt oder nie. Das ist ein Entschluss. Entweder es ist jetzt okay oder es ist nicht okay. Und wenn es jetzt nicht okay ist, schlecht. Da muss ich auf bessere Zeiten warten. Da muss ich darauf warten, dass sich im Außen was ändert oder was verbessert. Und dann lebe ich in Fremdbestimmung. Dann ist mein Glück, mein Sicherheitsgefühl, mein Wohlgefühl davon abhängig, was im Außen geschieht, was kommt. Was im Außen ist. Ja, und wenn ich mein Wohlgefühl, mein Sicherheitsgefühl davon abhängig machen wollte, was im Außen läuft, ja, dann wäre ich in Unruhe und Angst. Ich lebe ja auch in der gleichen Welt wie du. Und in meiner Welt, da ist alles gut, jetzt, so wie es gerade ist. Wer bestimmt eigentlich, wie es dir geht? Du oder andere? Ich habe für mich selbst beschlossen, dass ich bestimme, wie es mir geht. Hier und jetzt. In mir. Ja, und da mögen jetzt wieder viele sagen, ja, du hast ja gut reden. Du hast ja gut reden. Ja. Ich habe gut reden und ich habe gut denken.
Und das ist meine Verantwortung, mit welchen Gedanken ich mich beschäftige, mit welchen Realitäten, welche Realitäten ich in mir finde, erfinde, aus meinem kreativen Geist heraus. Ich bin nicht angewiesen auf die Suggestionen, Vorschriften und Vorgaben, die mir von außen gegeben werden, denn das kann ich alles selbst. Und ich garantiere dir, dass dein Befinden, mentales Befinden, körperliches Befinden und auch das, ja, deine Erfahrung der Welt davon abhängig ist, nur davon abhängig ist, was du denkst. Es ist davon abhängig, welche Realität du in dir zusammenspinnst. Du bist ein Spinner. Ich bin ein Spinner. Alle sind Spinner. Und es gibt sehr mächtige Spinner. Das sind die, die bei voller Überzeugung sind, dessen, was sie erspinnen, was sie erfinden, was sie schöpfen, was sie an Realität in sich selbst erschaffen. Du hast die Wahl, ob du dein Glück davon abhängig machen willst, was im Außen läuft, oder ob du dein Glück in die eigenen Hände nimmst. Es heißt doch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ein alter Spruch, vielleicht ein abgedroschener Spruch mit Wahrheit. Es liegt an dir, hier und jetzt, glücklich oder unglücklich, in Ruhe oder in Angst und Schrecken. Du bestimmst das und es ist abhängig von deinen Gedanken, von dem, was du dir vorstellst, in Bezug auf die Zukunft, in Bezug auf die Situation, in der du gerade glaubst, dich zu befinden, ist alles abhängig von dir. Deshalb ist meine Empfehlung immer wieder, seit Jahren, erfinde das Beste. Überzeuge dich vom Besten. Finde heraus, erfinde aus dir selbst heraus das Beste. Und dann überzeuge dich davon. Denn das ist deine Realität. Deine Realität findet in dir statt. Du erlebst dein Leben nur in dir. Und so ist das mit allen. Und je nachdem, wovon du erfüllt bist, so wird dein Lebensgefühl deine Lebensrealität sein. Und darüber hinaus wirst du zum Ausdruck bringen, wovon du überzeugt bist. Und wenn du vom Guten überzeugt bist, dann wirst du das Gute verkörpern, ausstrahlen, in die Welt projizieren und dieses Holodeck, in dem wir alle gemeinsam leben, dieser informelle Raum, den wirst du aus dir selbst heraus zum Guten formen, zum Besten aller, die darin enthalten sind. Das ist deine Möglichkeit, das ist die Möglichkeit von allen Menschen und Wesen. Und es gibt nur wenige, die diese Verantwortung ergreifen und was daraus machen. Die meisten warten, schauen nach außen, machen ihr Leben davon abhängig, was da draußen geboten wird.
Kann man machen. Das ist ein Leben in Ohnmacht. Kann man haben. Kannst du haben. Da hilft es dir auch nicht, wenn du 1000 Daumen nach unten drückst, wenn ich sowas erzähle. So ist dann eben dein Leben. Ohnmächtig. Ein unwürdiges Leben. Nicht die Verantwortung genommen. Nicht die Macht ergriffen. Sondern einfach nur gelitten. Gelitten. Durch die Welt, durch das, was die anderen machen. Durch das, was... Ja, bla, bla, bla. Für mich ist es uninteressant. Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Das ist das Erste, was ich wissen muss. Und wenn ich das weiß, dann erfinde ich eine Realität in meinem Bewusstsein, die all das beinhaltet, was ich brauche, wünsche, für mich und für all diejenigen, die ich da einlade in diese Realität. Ich kann das machen für mich, ich kann das machen für mich und meine Nächsten, ich kann das machen für mich, meinen Nächsten und noch viel mehr. Ich kann das unbegrenzt ausdehnen. Da magst du dann sagen, ah, du bist ein Spinner. Ja, bin ich. Ich habe es vorher gesagt, alle sind Spinner. Es gibt mächtige Spinner und Spinner, die sind nur Spinner. Die sind noch nicht so mächtig. Und dann gibt es gute Spinner und üble Spinner. Es gibt sogar richtig böse Spinner, mächtige böse Spinner. Und das sind diejenigen, die die Suggestionen hier in diese Welt gerade bringen. Sie den Menschen nahe bringen durch die Medien, die Suggestionen in die Herzen der Menschen tragen und die Schwachen, die lassen sich davon beeindrucken, erfüllen, die verkörpern das, bringen das zum Ausdruck und laden in dieses große Holodeck all dieses Übel hoch. Und so entsteht eine Realität. Kann man machen? Da mache ich nicht mit. Nein. Ich bin ein Schöpfer. Kreativität ist mein Wesen. Alles kann ich in meinem Bewusstsein schöpfen. Du auch. Alles, was du heutzutage in deinem Leben erlebst, ist das Ergebnis deiner Schöpfung. Hoffentlich hast du selbst verwortet, verdankt, verantwortet, was du heute erlebst. Hoffentlich ist es nicht so, dass du nur das verkörpert hast, was dir von anderen vorgeschrieben wurde. Hoffentlich ist es nicht so, dass du dein Leben so gestaltet hast, wie es deine Eltern von dir wollten, deine Frau, dein Mann, die Kinder oder wer auch immer. Das haben viele getan. Und das ist kein gutes Leben. Dann höre ich viele klagen. Nimm dein Leben in deine Hände. Nimm die Verantwortung, die Verwortung, die Erfindung für dein Leben an dich. Erfülle dich mit dem, was du willst. Bring zum Ausdruck, was du willst. Manifestiere in der Welt, was du willst. Und du wirst auf die Menschen treffen, die von Ähnlichem erfüllt sind wie du selbst. So entsteht eine Gemeinschaft, in der es Spaß macht, zu sein, wie man ist. Je mehr Menschen sich auf ihre Macht besinnen, desto besser.
dann wird das eine Welt von Selbstbewussten sein. Dann werden Gemeinschaften von Selbstbewussten entstehen. Du kannst darauf warten, dass sich sowas in der Welt zeigt. Wenn es alle tun, wird es nie in die Welt kommen. Fang an. Besinn dich auf deine Macht, auf dein Wesen. Mach dir bewusst, dass der Inhalt deines Kleiderschrankes deine geistige Schöpfung ist. Der Inhalt deines Kühlschrankes deine geistige Schöpfung. Der Inhalt deines Portemonnaies deine geistige Schöpfung. Falls du bislang davon überzeugt bist, ein armer Schlucker zu sein, wundert dich nicht, wenn die Brieftasche leer ist. Die ist nur das Ergebnis deiner Überzeugung. Du kannst jetzt darauf warten, dass dir deine Brieftasche zeigt, dass du wohlhabend bist. Da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Überzeuge dich davon, dass du wohlhabend bist, dass du in Sicherheit bist, dass du alles hast, was du brauchst, und du wirst es schöpfen, aus dir selbst heraus. Jetzt kannst du wieder behaupten, das ist doch Schwachsinn, und an der Ohnmacht festhalten. Viel Spaß dabei. Ja. Ja, pierdole, wie es so schön heißt hier in Polen. Nimm die Verantwortung für dein Leben zu deinem Besten, zum Besten deiner Nächsten, zum Besten aller, oder lass es. Klage nicht. Tu. In Würde. In voller Würde. Wenn du in dir alles erfindest, was dir gut tut, dann wird es dir gut gehen. Was da draußen läuft, ob in China ein Sack Reis umfällt oder nicht, das kann dich um deinen Schlaf bringen, ja. Wenn du deine Aufmerksamkeit dahin gibst. Oder du vergibst es dir, was dir da alles übers Fernsehen reingeträufelt wird, über die Medien, was die Nachbarn dir erzählen, und erfindest selbst etwas, dann wirst du zum Produzenten von Realität und nicht nur zum Konsumenten. Darum geht's. Ich höre ja auch immer wieder, die Grenzen sind zu, man kann da nicht hin, nach Deutschland, weil ich komme ja aus einem anderen Land. Wenn ich mich nach dem richten wollte, was mir gesagt wird im Außen, dann hätte ich seit Anfang 2020 nichts auf die Reihe bekommen. Dann hätte ich gewartet. Habe ich nicht. Ich habe seit dieser Zeit geschöpft, so klar wie nie zuvor, so entschlossen wie nie zuvor. Und ich habe in dieser Zeit geschaffen, was ich nie zuvor geschafft habe. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Meine Wege sind frei. Ich bewege mich frei über alle Staatsgrenzen. Ich gehe hin, wo ich will. Ich treffe da Menschen, liebevolle, hilfreiche, selbstbewusste Menschen. Ich bin finanziell unabhängig. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Wo immer ich bin, da ist eine Party. Da läuft's gut für mich und diejenigen, mit denen ich zusammen bin. So ist meine Realität. Warum ist sie so? Weil ich sie so erfunden habe in mir, weil ich mich davon überzeugt habe in mir, weil ich das verkörpere, weil ich das ausstrahle, weil ich das in mein Leben ziehe wie ein Magnet, das, wovon ich selbst überzeugt bin,
wovon ich mich selbst überzeugt habe. Mein Leben war noch nie so gut wie heute. Ich war noch nie so kreativ wie heute. Ich war mir noch nie so sehr meiner Macht, meiner Schöpfungsmacht bewusst, meiner Freiheit bewusst, meiner Verantwortung bewusst für mein Leben, für diesen Player hier, den du hier siehst, für die Welt, für meine Schöpfung. Mein Leben ist fantastisch. Mein Leben ist fantastisch. Warum ist es so? Weil? Nein. Einfach nur deshalb, weil ich mich davon überzeugt habe, in mir, das beansprucht habe und das in mir zum Wachsen gebracht habe. Und dafür möchte ich dich begeistern. Das kannst du auch. Das kann jeder, jede, der den Mumm dazu hat, die Eier. Und seine Zeit nicht damit verschwendet, zu klagen, zu warten, zu verurteilen, zu schimpfen über andere. Du wirst zu dem, was du über andere denkst. Du wirst das in dir verwirklichen, was du in der Welt siehst. Wenn du dich nur auf Scheiße einstellst, dann wirst du dich mit Scheiße erfüllen, Scheiße zum Ausdruck bringen und Scheiße schöpfen. Also, vergib, was da draußen läuft. Vergib dir all die bekackten Überzeugungen, Erfahrungen, Sichtweisen. Vergib sie und dann besinn dich deiner Macht, der Macht des Schöpfers, des Allmächtigen Gottes von mir aus in dir und erweise ihm, dem Wesen, deinem allmächtigen Wesen die Ehre. Stell dein Leben in den Dienst des Schöpfers, des Allmächtigen, deines eigenen Wesens und dann verfüge, was du willst, denn, wie heißt es? Dein Wille geschehe, aber nicht der von irgendjemandem. Dein Wille geschehe. Der geschieht die ganze Zeit. Was du für dich beanspruchst, das wird dir zuteil. Und das ist die Gerechtigkeit. Es geschieht dir recht, es geschieht mir recht, es geschieht allen recht. Und wer das akzeptiert, der nimmt die Verantwortung. Der ist aus dem Opferstatus raus. Der kann selbst bestimmen. Und wenn es die letzten 50.000 Jahre Scheiße in deinem Leben verlaufen ist, du kannst es ändern. Du kannst es ändern. Jetzt. Oder du wartest darauf, dass andere was tun. Da kannst du warten, bis du schwarz wirst, bis zum jüngsten Tag vielleicht. Ja. Kannst darauf warten. Oder kannst dich darin laben? Naja, ich will es nicht weiter ausarbeiten. Ich denke, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist an dieser Stelle. Fast 25 Minuten. Wenn du das begreifen kannst, akzeptieren kannst, annehmen kannst, dann findest du noch viel mehr in diesem Kanal. Jivaka World heißt er bei YouTube. In dem Buch der Macht, absolute Freiheit, absolute Selbstbestimmung im Jahre 0, nach der Zeitenwende, kannst du als Hörbuch hier auf diesem Kanal finden, kannst du bestellen mit dem Link unterhalb des Films als Buch,
kannst du von mir als PDF bekommen. Es gibt die Feldbibel, ein Buch für taffe Zeiten, um die Nerven zu bewahren und am Wesentlichen zu bleiben. Es gibt die Menschentreffen, leibliche oder online. Das erfährst du alles auf dem Telegram-Kanal. Es gibt jeden Tag von 20 bis 21 Uhr die Möglichkeit, dass wir uns im informellen Raum treffen. Was das ist, erfährst du auch im Telegram-Kanal. Viele Möglichkeiten. Wenn du mehr wissen willst hierüber, was dieser Player hier gerade dir erzählt hat. Oder du findest es scheiße und bleibst einfach so, wie du bist. Ist auch okay. Für mich in Ordnung. Bei mir geht's gut. Und mein einziger Wunsch ist, dass es dir auch gut geht und so vielen anderen wie möglich gut geht. Das ist mein Wunsch. Und ich tue, was ich kann, um dafür beizutragen. Magst du mir glauben oder nicht? Ist egal, was du glaubst. Hauptsache, ich weiß, was ich tue. Also, macht's gut, liebe Freunde. Und auf bald. Ciao.